Ja, vielen Dank, Peter, für diese einführenden Worte. Und du hast völlig recht, es ist ein sehr spannendes Thema, es ist ein sehr kontroverses Thema. Es wird in Politik und Medien hoch und runter breit diskutiert. Und man kann im Internet jeden Stuss finden zu diesem Thema. Egal welche Meinung man vertritt, man wird ihn hundertfach bestätigt bekommen, wenn man die entsprechenden Stichwörter eingibt und danach sucht. Und das stellt sich dann natürlich die Frage, ja, was ist jetzt? Ja, das eine kann ja nicht gleichzeitig mit dem anderen wahr sein, irgendwas stimmt nicht. Wir haben uns vor einigen Jahren dann angefangen, in der Physikgruppe, so eine kleine Arbeitsgruppe mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich muss sagen, ich habe in der Zeit sehr viel gelernt. Ich musste einige Vorurteile abbauen. Andere Dinge habe ich gelernt, wo ich früher wirklich anderer Meinung war, wo ich dachte, okay, ja, man muss auch sehr viel dazu lesen, man muss sehr viel hören. Und vor allem muss man beide Seiten hören. Also es gibt ja immer die Seiten, die sagen, ja, es gibt keinen Klimawandel oder der Mensch hat nichts damit zu tun. Es gibt die Seiten, morgen geht die Welt unter, wenn wir nichts tun, dann werden unsere Kinder das nicht überleben. Das ist ja so ein sehr breites Thema, was wir da haben. Und es ist ja auch ein Sprung ins tiefe Wasser, würde ich mal sagen, dass wir sagen, okay, wir tragen das hier mal vor. Ja, also ich hoffe nicht, dass einer faule Birnen dabei hat oder so was, wenn ich vielleicht was sage, was nicht gefällt. Entschuldigung. Ich hoffe, dass wir wirklich eine faire Debatte miteinander auch anschließend haben können. Wir haben ja ein bisschen Zeit bis zum Mittagessen für das Thema. Danach kommt ja nichts anderes mehr. Und von daher hoffe ich, dass wir dann auch anschließend diskutieren können. Ja, also die Frage ist, erstmal, gibt es den Klimawandel, so wie sie normalerweise uns präsentiert wird in den Medien oder auch in anderen Formen? Und wenn es sie gibt, ist sie dann eher natürlicher Ursache oder hat der Mensch auch was damit zu tun? Und wenn ja, zu welchem Anteil? 10, 20, 30, 100%? Das ist auch eine sehr spannende Frage. Und dann sind auch oft so Unsicherheitsfragen im Raum, dass man sagt, ja, aber CO2, ist das jetzt wirklich gefährlich? Wir atmen es doch aus, wir atmen zum Teil sogar ein und dann atmen wir mehr davon aus. Das ist doch kein Gift oder sowas. Also mit solchen Fragen schlägt man sich rum und weiß einfach nicht, wie muss ich das Ganze jetzt einsortieren? Wo passt das eigentlich hin? Ich werde anfangen mit einer Vorüberlegungen, so ein paar Gedanken, die uns einstimmen sollen auf das Thema. Und dann geht es mehr so an die wissenschaftliche Seite. Was ist jetzt eigentlich Klima? Was ist Klimawandel? Wie funktioniert das Ganze? Auch was wissen wir und wo wissen wir noch nicht genau, wie es funktioniert? Die Seiten gibt es natürlich beide. Es gibt auch sehr viele Missverständnisse zu dem Thema, die würde ich dann danach behandeln. Und dann ein letztes Kapitel, unsere Verantwortung. Eingeklammert ist das Ganze im biblischen Rahmen. Also ich werde anfangen mit der Bibel und ich werde auch aufhören mit der Bibel, weil das ist Gottes Wort, das uns hier auch leitet in diese Thematik, auch wenn wir das in der Öffentlichkeit dann nicht so oft hören zu diesem Thema. Fangen wir also an. Wir haben Gottes Schöpfung und wir haben unsere Verantwortung. Wie verhält sich das? Und gerade wenn es um Thema Klima geht, ist das oft eine Frage. Ja, Gott hat doch die Welt erschaffen, hat zu uns gegeben und haben wir jetzt eine Verantwortung, wie sieht die aus? Haben wir einen Einfluss und wie sieht die aus? Das ist die Frage, die sich hier stellt. Wir lesen in Jesaja 45, dass Gott, der Herr, die Himmel und Erde so gemacht hat und insbesondere die Erde so geschaffen hat, nicht damit sie leer oder öde sein soll, sondern damit seine Geschöpfe auf ihr wohnen können. Gott hat die Erde wirklich mit einem ganz speziellen Ziel geschaffen, und zwar so, dass sie für uns perfekt gemacht wurde. Das sagt auch das erste Mosebuch im ersten Kapitel, es war alles sehr gut. Und dann gibt Gott den Menschen einen Auftrag. Wer heute Morgen in der Andacht dabei war, hat diesen Vers ja schon gehört heute Morgen. Den Auftrag, diese Schöpfung, einige sagen, zu bewahren, darüber zu herrschen. Also einen Verwaltungsauftrag für die Schöpfung haben wir Menschen von Gott bekommen. Und das sind zwei Seiten derselben Medaille, könnte man sagen. Hier ist die schöne Erde, Gott, die sie erschaffen hat und uns schenkt, und wir, die sie verwalten dürfen. Und das findet man auch an anderer Stelle zurück. Ich gehe jetzt mal auf einen kleinen Vers ein, der eigentlich mehr auf das Klima fast eingeht, könnte man sagen, direkt nach der Sintflut, wo Gott ein Versprechen gibt. Und sagen, solange die Erde steht, und ich meine, das bedeutet, bis Jesus wiederkommt, solange wie die Erde steht,
soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und da sieht man insbesondere, dass hier Frost und Winter genannt werden, die nicht aufhören sollen. Das ist das schon mal sehr ermutigend, dass wir sagen, egal ob das Klima sich erwärmt und wie stark es sich erwärmt, Frost und Winter werden trotzdem nicht aufhören. Und das ist ein Versprechen Gottes, das wir haben. Das kann einem die Angst ja schon mal nehmen, wenn man für dieses Thema irgendwie Angst hat. Aber andererseits gibt Gott ja auch hier wieder einen Auftrag. Einen Auftrag und insbesondere damals an das Volk Israel. Wir kommen da nachher auch noch darauf zurück, aber hier ist dieser Vers schon mal sehr wichtig. Da gibt Gott dann Anweisungen, wie das Volk Israel mit diesem wunderschönen Land Kanaan, was sie bekommen, umzugehen haben, damit es eben auch ein fruchtbares Land bleibt. Wir sehen hier als Beispiel, da geht es um die Bäume, die sie pflanzen. Da dürfen sie die Früchte erst im 5. Jahr pflücken, steht hier. Und dann steht da, erst im 5. Jahr sollt ihr ihre Früchte essen, auf dass sie euch weiter ihren Ertrag geben. Was bedeutet, wenn sie das nicht tun, kann es sein, dass die Bäume ihren Ertrag nicht geben. Das heißt, der Mensch hat da einen Einfluss, wenn er Gottes Wort nämlich nicht gehorcht an dieser Stelle. Ja, und in diese, sag mal, zwei Seiten der Medaille für die Schöpfung und unsere Verantwortung, kommt jetzt sehr viel Information zum Thema Klima hinein, mit der wir überflutet werden. Hier einfach mal zusammengefasst als ein Bild, was das 6. Assessment Report, also Sachstandsbericht des Weltklimarats hier wiedergibt, was dann sagt, ja, das Klima ändert sich, der Mensch macht das und wenn wir jetzt nichts tun, dann wird die Welt bald untergehen. So, wie gehen wir damit um, mit diesen ganzen Fragen? Ein paar Vorbemerkungen, ich werde gleich noch darauf kommen, was Klima jetzt genau ist, obwohl sich die meisten schon natürlich was dabei vorstellen können. Wir können das gegenwärtige Klima gut erforschen. Wenn wir, meine ich jetzt die Wissenschaftler. Also man weiß viel über das Klima, man weiß nicht alles über das Klima, aber viel und zunehmend mehr, weil es wird ja sehr viel danach geforscht. Man weiß, welchen Einfluss die Sonne hat, wie die Atmosphäre genau funktioniert mit seiner Treibhauswirkung, dass es eben nicht zu kalt und nicht zu warm auf der Erde ist. Die Strahlungsbilanz der Erde, Gleichgewichtsschwankungen, natürliche Einflüsse, menschliche Einflüsse, all diese Dinge einzeln werden heutzutage im Detail erforscht und zunehmend besser verstanden. Wenn es um die Vergangenheit geht, wie war das Klima früher, ist natürlich ein bisschen schwieriger, ja, weil Temperaturmessungen, so wirklich mit dem Thermometer, das ist erst seit 150 Jahren möglich. Und am Anfang waren die auch noch nicht so genau geeicht wie heute. Da hat man natürlich dann ein bisschen schwieriger, das zurückzuverfolgen, wie das früher war. Trotzdem gibt es da Methoden, die einigermaßen vernünftige Ergebnisse liefern, auch miteinander in Übereinstimmung sind, sodass man auch eigentlich recht gut weiß, wie das Klima früher aussah. Und ich sage mal ganz grob, so die letzten 2000 Jahre kann man relativ gut rekonstruieren. Davor wird es dann zunehmend diffus. Aber es heißt nicht, dass man nichts weiß, sondern dass dann die Zeitskala vielleicht etwas unklar wird und auch die Größenschwankungen unklarer werden. Natürlich ist das Klima sehr komplex und deshalb wird auch sehr viel Forschung in dem Bereich gemacht. Also es gibt sehr viele Forschungsinstitute weltweit, die nichts anderes tun, als immer besser zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Ein sehr wichtiger Schwerpunkt im Moment sind gerade die Wolken. Weil Wolken, das wissen wir alle, haben irgendwie so eine Doppeltwirkung, ja. Wenn es im Winternacht bewölkt ist, dann wird es nicht so kalt, als wenn es ein strahlender Himmel ist. Aber wenn an einem Sonntag Wolken kommen, dann kühlt es ab. Also Wolken können beides. Und da ist die Frage, was überherrscht auf der langen Sicht, wenn sich das Klima ändert. Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Und daran wird halt sehr viel im Moment noch geforscht. Das ist also so ein offener Punkt. Ich habe kurz den Weltklimarat genannt, auch IPCC genannt, International Panel for Climate Change. Die forschen nicht selbst, das ist oft ein Missverständnis, die haben keine eigenen Wissenschaftler, sondern die tragen wissenschaftliche Ergebnisse zusammen mit einem sehr komplizierten Prozess. Ich könnte einen ganzen Vortrag über den Weltklimarat halten, aber das würde den Rahmen sprengen. Aber wenn jemand da mal mehr Interesse hat, kann ich auch was zur Verfügung stellen. Da müsst ihr einfach auf mich zukommen nachher. Ja, dann haben wir das Problem, dass in dieser ganzen Debatte sehr viel nicht wissenschaftlich gearbeitet wird. Deshalb möchte ich einfach mal auch als Vorbemerkung, was ist denn eigentlich wissenschaftliches Arbeiten? Wie sollte man diese Forschung machen, wenn man es richtig machen möchte?
Natürlich muss man erstmal ganz klar, wovon rede ich, was sind die Definitionen von Klima, von Klimaänderung und so weiter. Ich muss ergebnisoffen forschen. Wenn ich mit einer Agenda forsche, so nach dem Motto, ich will jetzt beweisen das und alles andere lasse ich nicht zu, dann ist das nicht sauber wissenschaftlich, in keinem Bereich der Wissenschaft und insbesondere hier nicht. Und man sollte auch die Ergebnisse wissenschaftlich wirklich aufarbeiten. Das bedeutet, ich muss offenlegen, wo habe ich meine Informationen her, welche Methode oder Vorgehensweise habe ich verwendet, um zu diesem neuen Ergebnis zu kommen. Und auch, ganz besonders wichtig, wie genau sind meine Ergebnisse? Ja, wenn ich zum Beispiel sage, ich erwarte, dass das Klima in den nächsten so und so sich verändert, muss ich auch sagen, wie genau weiß ich das? Sind das, weiß ich was, 2 Grad? Oder sind das zwischen 0 und 4 Grad? Das ist ein Unterschied. Ja? Das muss man immer mit angeben, die Genauigkeit der Ergebnisse. Wenn man das alles sauber macht und wenn man es auch nachvollziehen kann, ist das wissenschaftlich sauber. Was wir leider auch oft finden, ist, dass es eben sehr unsaubere Vorgehensweisen gibt, wo man sich entweder nur einseitig informiert oder Dinge einseitig darstellt, wo Fakten entweder ignoriert werden oder halbwahr dargestellt werden oder unwissenschaftlich argumentiert wird, wo Leute persönlich angegriffen werden, nur weil sie ein bestimmtes Ergebnis präsentieren. Also nicht das Ergebnis wird angegriffen, sondern die Person, findet man auch ganz oft in diesem Bereich. Und wenn man sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzt, wie wir das jetzt ein paar Jahre gemacht haben, dann wird man irgendwann auch, kriegt man ein Gespür dafür. Dann schickt irgendjemand mir einen Artikel zu und sagt, kennst du das und das und das? Dann lese ich 3 Zeilen und sage ich, das ist nur ein persönlicher Angriff auf irgendjemand. Das ist nicht gut. Egal, ob die Person recht hat oder nicht, aber so sollte man nicht arbeiten. Ja. Natürlich müssen wir damit rechnen, dass auch Ergebnisse, die sauber wissenschaftlich erarbeitet sind, dann wieder missbraucht werden. Das kennen wir auch alle. Ja. Entweder wird ein Ergebnis unterschlagen, weil man sagt, na ja, das Ergebnis passt mir nicht, das passt mir gut, oder ich stelle überhaupt das Ergebnis falsch dar, ich erfinde vielleicht was, passiert auch. Und diese Vorgehensweise findet man leider sowohl bei extremen Befürwortern von Klimawandel als genauso gut bei den Skeptikern. Das findet man auf beider Seiten. Und ich denke, wir als Christen, wir kennen das auch, oder? Man kann aus der Bibel irgendeinen Vers nehmen und den einfach völlig aus dem Zusammenhang reißen und dann eine Interpretation dranhängen. Und plötzlich steht da was ganz anderes oder liest man was ganz anderes raus. Und das passiert in diesem Zusammenhang auch leider zu oft. Ja, und die Folge ist natürlich, dass das Thema uns verunsichert als Christen. Was sollen wir danach verhalten? Ich meine, nicht jeder kann diese IPCC-Reports oder selbst wissenschaftliche Arbeiten machen. Da muss man sehr viel lesen, wenn man das alles verstehen will. Also man ist schon darauf angewiesen, dass man irgendwie dem, der etwas sagt oder vorträgt oder schreibt, traut oder nicht. Ja? Die Folge ist denn das auch, dass bei Christen gibt es sowohl welche, die den Klimawandel komplett leugnen, als auch welche, die dann zu absoluten Klimaaktivisten werden und alles dazwischen. Die ganze Skala ist belegt, würde ich mal fast sagen. Und ein kleines Beispiel, das ist aus der Niederländischen Zeitung am Anfang Januar. 2 Christen, die da, Axel und Marielle, sie sagen, sie sind Klimaaktivist und sie sind Christ. Und sie schreiben dann hier in diesem Artikel, ich glaube nicht, dass meine Kinder mein Alter schaffen werden. Ja. Gehen auf die Straße, kleben sich fest, so wie das in Deutschland auch der Fall ist, weil sie als Christ davon überzeugt sind, dass wenn sie nichts tun, die Welt morgen untergeht. Und dann kann ich überlegen, sehe ich das als Christ auch so? Viele von uns sehen das anders, ich persönlich auch. Aber solche Dinge passieren, weil man so verunsichert ist und mit dem Thema einfach nicht weiß, umzugehen. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir sagen, wir versuchen, als Wort und Wissen da eine Antwort zu geben, wohl wissend, dass es nicht so einfach ist, hier eine Antwort zu geben, ja, weil halt eben die Spannbreite sehr weit ist. Also gut, steigen wir mal ein in das Thema selbst. Wenn wir von Klima sprechen, dann ist das ganz offiziell, wissenschaftlich wird das so definiert, dass man sagt, wir nehmen einen Durchschnitt von allem, was in der Atmosphäre passiert, über einen deutlich langen Zeitraum von ungefähr 30 Jahren. Wenn also ein Mittelwert über 30 Jahren gebildet wird, und wie das genau funktioniert, zeige ich gleich, dann reden wir von Klima, sonst reden wir vom Wetter. Und 30 Jahre sind eine lange Zeit, wenn man mittelt. Also die meisten von uns denken vielleicht, okay, der April war schon ziemlich kalt, Mai hat auch nicht so viel besser angefangen, Klimawandel findet nicht statt. Ja? Wenn wir so denken, dann haben wir den Unterschied zwischen Wetter und Klima nicht verstanden.
Wie sieht es dann der Durchschnitt über die letzten 30 Jahre aus? Ja, da hat ja natürlich niemand im Kopf. Den muss man irgendwie berechnen. Das kann man ja nicht sehen, das kann man auch nicht spüren, das muss man berechnen. Aber genau das ist wichtig bei diesem Thema, dass man die Schwankungen, die natürlich stattfinden, ständig hoch und runter, dass man die irgendwie trennt von irgendwelchen Trends, die über längere Zeit stattfinden. Um doch mal zu zeigen, wie das funktioniert, habe ich jetzt mal dieses Beispiel hier mitgebracht. Wir nehmen jetzt mal die Temperatur in Deutschland in den Monat Januar. Und das über die ganzen Jahre von 1900 bis 2020. Also 120 Jahren. Jeder Punkt gibt eine Durchschnittstemperatur an. Und es ist nicht die Temperatur selbst, sondern es ist die Abweichung von dem Mittelwert. Also die Nulllinie hier in der Mitte gibt an, was ist der Mittelwert von über all diese 120 Jahren von der Januartemperatur in Deutschland. Dann weiß man, Deutschland hat ja auch nicht immer die gleiche Temperatur Nord und Süd. Das heißt, über Deutschland ist ja schon gemittelt hier. Aber nicht über die Zeit, nur pro Monat. So, das heißt, ich habe hier den Mittelwert über die Zeit und da sieht man die Abweichungen. Ja, und das ist ganz klar, es kann ja mal ein paar Grad wärmer im Januar sein, es kann auch ein paar Grad kälter im Januar sein. Von Jahr zu Jahr kann das hoch und runter schwanken. Und wenn ich das so sehe, dann sehe ich überhaupt eigentlich nichts. Ich weiß nur, dass es nicht immer gleich ist. Mehr sehe ich ja nicht. Wenn ich jetzt anfange, da einen Mittelwert zu bilden, was ich jetzt tue, ich nehme die ersten 30 Jahre, mache den Mittelwert und mache dann hier einen Punkt. Die Punkte sind dann hier in Orange miteinander verbunden, aber es wird erst ein Punkt berechnet. Dann mache ich dasselbe für 1901 bis 1931, das ist der nächste Punkt. Und so mache ich das über die Jahre, dann plötzlich sehe ich, dass da sowas wie ein Trend entsteht. Also man könnte sagen, jetzt sehe ich plötzlich das Klima erscheinen. Ja, das Klima für den Monat Januar in Deutschland sehe ich jetzt erscheinen. Und da sieht man, dass das so in den Anfang des 20. Jahrhunderts war das so im ganzen Mittelbereich, dann ist es runtergegangen, so ein bisschen so bis zu den 60er Jahren, danach wieder hochgegangen. Ja, sagt man so, okay, es geht mal hoch, es geht mal runter. Ja gut, ich habe ja auch nur Deutschland genommen und ich habe nur den Januar genommen. Wenn wir von Klima weltweit reden, dann muss ich einen Durchschnitt machen über die ganze Welt und natürlich über das ganze Jahr. Das heißt, dass man versteht, da müssen noch sehr viele Schritte dazwischen, bevor ich da eine Aussage machen kann. Und das ist wissenschaftlich schon eine große Herausforderung, weil zum Beispiel Messstationen sind ja nicht gleichmäßig über die Erde verteilt. Ja? Und deshalb muss man das auch sehr genau machen und überlegen, wie mache ich dann so einen Mittelwert. Aber wir machen es mal der Reihe nach. Wie sieht das dann jetzt für den Februar aus? Gleiches Spiel. Sieht so aus. Okay. Das heißt, dieser Knick nach unten ist nicht so klar zu sehen, ein bisschen noch. Der Knick nach oben rechts ist schon immer noch zu sehen. So ist der März, wenn man das macht, über die Zeit, die 120 Jahre. Ich blätter mal ein bisschen schneller durch. Der April scheint sich genau umgekehrt zu verhalten, zwischen 30 und 60 oder 70 und geht dann am Ende auch hoch und so weiter. Und man hat also so ein Spiel, kann man quasi für jede Region machen, man kann es für jeden Monat machen und man kann das so durchspielen. Ich bin jetzt in August, September, Oktober sieht ein bisschen lustig aus, da geht es einfach nur kontinuierlich hoch, November, Dezember. So. Ja, jetzt ist die Frage, wenn ich das jetzt über alle Monate wieder mittele, also jetzt versuche ich einen Jahresmittelwert zu machen für Deutschland über die 120 Jahre, dann sieht das so aus. Dann sieht man, dass die Schwankungen in den Monaten dann zum großen Teil ausgeglichen werden. Man sieht allerdings, dass hier seit 80 dann tendenziell insgesamt hochgeht. Das bedeutet, dass alle Monate in der Zeit quasi eine Zunahme haben und nicht nur bestimmte Monate ja und bestimmte Monate nicht. Ja, das habe ich jetzt nur für Deutschland gemacht. Wie sieht das dann aus, wenn ich das für andere Länder mache? Ich habe hier das Nachbarland, wo ich herkomme. Ist natürlich nicht viel anders, weil das liegt ja direkt daneben. Da tut sich ja nicht so viel. In Grönland sieht es schon ein bisschen anders aus. Westeuropa insgesamt, wenn man über ein größeres geografisches Gebiet mittelt, dann merkt man vielleicht auch, dass die Schwankungen natürlich geringer werden, weil das Gebiet, über das man mittelt, dann auch kleiner wird, größer wird. Und Russland, was ja auch auf der nördlichen Halbkugel liegt, verhält sich so ähnlich. Dann China liegt ja etwas weiter südlich. Man merkt, wenn man die Länder so Richtung Äquator nimmt, die haben weniger Schwankungen über die Jahreszeiten und haben deshalb auch etwas kleinere Ausschläge. Singapur ist da ein Beispiel, liegt ja ziemlich genau am Äquator.
obwohl es ein sehr kleines Land ist, trotzdem geringe Ausschläge, weil das alles recht konstante Temperaturen sind, die man dort hat. Und jetzt nehme ich auch noch drei Länder von der südlichen Halbkugel. Da sieht man Argentinien zum Beispiel, dass da die Steigung, die man hier in der Nordhalbkugel immer am Ende so nach oben gesehen hat, dass die dort nicht so klar zu sehen ist. Also zwar ein bisschen, aber nicht so ausgeprägt. Australien genauso oder Neuseeland. Und das ist auch eine Sache, die bekannt ist, dass die südliche Halbkugel sich anders verhält als die nördliche Halbkugel in dieser ganzen Klimageschichte. Aber was ich jetzt erst noch präsentiere, das ist dann der weltweite Jahreswert, den man dann über diesen Mittlungsprozess erreicht. Und dann sieht man, dass da schon ein insgesamten Trend nach oben zu sehen ist. Meistens sieht man das gleiche Ergebnis auf einer anderen Skala. Dass man nicht bei minus 2,5, bis plus 2,5. Und ich muss sagen, es sind immer noch die Abweichungen vom Mittelwert. Ja? Es sind keine absoluten Temperaturen. Sondern die Skala wird dann so gewählt, dass man, so wie hier, das weiter aufbläst, könnte man sagen, sind die gleichen Daten. Also man hat an den Daten nichts gemacht, nur auf einer anderen Skala dargestellt, von minus 0,5 bis 1,0. Und daran sieht man dann diese Aussage, dass man sagt, okay, Temperatur hat so ungefähr um 1 Grad zugenommen in dieser Zeit. Ja, da kommt das her. Ja, genau. Hier im Bild, wo man die Veränderungen dann auch zwischen 1980 und 2020 sehen kann, verteilt über die Geografie, wo relativ klar ist, dass das im Norden deutlich mehr ist als im Süden, was auch ein bekanntes Faktum ist. Was allerdings bedeutet, dass auf der Nordhalbkugel, wo wir wohnen, es mehr als diese 1,0 Grad ist, weil der Süden ja deutlich geringer hat. Es ist natürlich nicht nur die Temperatur, aber die hat ja die höchste Auswirkung. Deshalb wird die meistens als Maß genommen. Es sind natürlich auch andere Dinge mit Regenfällen und Wolkenbildung und so weiter. Hier sehen wir die Ausdehnung des arktischen Meereises 1980 und der Zustand, den wir in 2020 hatten. Man muss sich eigentlich jedes Jahr einzeln anschauen. Das ist quasi wie so ein kleiner Film. Dann sieht man schon, dass es von Jahr zu Jahr hoch und runter schwankt. Also es gibt schon Jahre, die ein bisschen mehr als ein bisschen weniger haben. Stichdatum ist immer gleich natürlich, weil auch übers Jahr ändert sich das, aber man muss eben den gleichen Zeitpunkt nehmen. Aber das insgesamt, das über diese 40 Jahren, wir gehen noch einmal zurück, 1980, 2020, dass sich das um fast die Hälfte geschrumpft hat, das lässt sich an der Stelle eigentlich sehr schön darstellen. Ja, wie funktioniert dann das Klima? Also ich habe hier mal ein Bild gebracht, aber es gibt natürlich sehr viele Bilder. Was wichtig ist, wir haben irgendwie so eine Bilanzgeschichte mit dem Klima. Wir haben auf der einen Seite die Sonne, die da reinstrahlt, hauptsächlich im sichtbaren Lichtbereich. Natürlich gibt es auch andere Bereiche wie Ultraviolett und so weiter, aber die das Hauptenergiespektrum liegt im sichtbaren Bereich. 30% von dieser Einstrahlung wird sofort wieder zurückgestrahlt. Das ist die sogenannte Albedo der Erde. Das heißt, die Erde ist vom Weltall aus ja auch gut sichtbar, was bedeutet, dass Sonnenlicht auch direkt wieder zurückkommt. 30% ist das. Das heißt, die 70%, die bleiben auf der Erde zunächst mal. Die erwärmen die Erde, die Ozeane, die Luft natürlich und alles, was es da sonst auf der Erde gibt. Und die Erde selbst, dadurch, dass sie eine bestimmte Durchschnittstemperatur hat, strahlt diese Wärme wieder aus. Das sehen wir rechts als roter Pfeil. Das ist die sogenannte Infrarot-Wärmestrahlung der Erde, die diese 70% wieder abstrahlt. Warum strahlt sie die 70% wieder ab? Weil es ein Gleichgewicht gibt. Ein ungefähres Gleichgewicht. Es gibt natürlich Schwankungen in diesem Gleichgewicht, aber das ungefähre Gleichgewicht ist auch nötig, sonst würde die Erde ja ständig erwärmen oder kühler werden. Das heißt, die 70% werden wieder abgestrahlt von der Erde, allerdings dauert das ein bisschen, ja, weil die Erde erstmal erwärmt wird und dann wieder abstrahlt und so weiter. Das heißt, das ist mit Verzögerung, könnte man sagen. So ist das reine Prinzip der Erderwärmung und der Erdabkühlung und des Strahlungsgleichgewichts. Aber in diesem oder dazwischen passieren natürlich sehr viele Sachen. Ja, da werden die Ozeane aufgeheizt. Also wenn jetzt mehr Wärme auf die Erde kommt, entweder weil die Sonne mehr Strahlung abgibt oder weil die Erde weniger ausstrahlt, beides kann ja passieren und beides passiert auch, dann werden sich einfach die Ozeane aufheizen. Weil 90% dieser Energie
geht einfach ins Wasser rein. Ja, das heißt, die Ozeane werden wärmer. Und nur wenig von diesem Meerenergie landet überhaupt in die Atmosphäre. Die Atmosphäre nimmt gar nicht so viel von dieser extra Energie auf, aber das ist ja, wo wir es am ehesten merken. Ja, deshalb wird ja hauptsächlich von der Atmosphäre gesprochen, wenn es um Klimawandel geht. Aber die Ozeane, Land, Eis, all diese Dinge müssen wir natürlich mit berücksichtigen, um das Ganze besser zu verstehen. Wie ist das dann mit der Energie in der Atmosphäre? Das ist jetzt, glaube ich, ein ganz wichtiges Chart, auch mit einer wichtigen Aussage. Wenn wir jetzt gucken, die Energie, die in der Atmosphäre drin steckt, wie ist die verteilt? Was für Energie ist das? Dann sehen wir hier, wir haben 70% Energie, das ist reine Wärmeenergie, Energie. Also wird quasi durch die Temperatur dargestellt, könnte man sagen. 27% ist Höhenenergie, 2,5% ist latente Energie. Das hat was damit zu tun, dass Eis zu Wasser werden kann oder Wasser zu Eis oder Wasser kann verdampfen, dass diese Prozesse, diese Übergangsprozesse in den Phasen werden als latente Energie bezeichnet. Und was jetzt interessant ist, 0,05% Bewegungsenergie. Das heißt, was wir so als Wind, Orkane, Stürme und so weiter wahrnehmen, ist dann nur ein ganz kleiner Anteil von der Energie in der Atmosphäre. Und wenn jetzt, das, wenn jetzt Folgendes passiert, die Atmosphäre wird einfach nur um 1 Grad erwärmt, dann sagen wir alle, ja, 1 Grad, pff, merkt man doch gar nicht. Hä? 1 Grad mehr Energie insgesamt in dieser Atmosphäre bedeutet, dass ich eben von 70,15% auf 70,40% gehe. 0,25% mehr. Das ist 5-mal mehr, als dass es überhaupt an Bewegungsenergie in der Atmosphäre gibt. Und das macht plausibel, dass wenn die Temperatur ansteigt, auch wenn es nur 1 Grad ist, im Durchschnitt natürlich, ja, wenn es nur 1 Grad ist, dass dann eben die Wetterextreme zunehmen. Ich weiß, dass es eine riesen Debatte gibt, gerade auch unter den, ich sage mal einfach mal Klimagegner, es gibt natürlich niemand, der gegen das Klima ist, aber Leute, die quasi skeptisch sind, was diese Klimaveränderungen anbelangt, die oft versuchen darzustellen, dass eben keine Wetterextreme zunehmen. Das muss man sich auch sehr genau anschauen. Also Wetterextreme sind nicht so einfach statistisch zu erfassen. Und was dann oft gezeigt wird, ist ja, die Anzahl der Hurricanes, also die, diese Tropenstürme, die nimmt ja nicht zu. Und das ist auch richtig. Die Anzahl nimmt nicht zu. Was aber zunimmt, und das ist ja der Punkt, um den es hier geht, das ist die Energie, die in diese Tropenstürme steckt. Also diese Tropenstürme werden ja nach Kategorien eingeteilt von 1 bis 5. Und die 4 und 5, das sind die stärksten. Dort, wo am meisten Energie reinsteckt, die am meisten Regen bringen mit der höchsten Windgeschwindigkeit und die auch die meisten Schäden anrichten. Und hier, das Chart gibt an, wie viel Prozent von den jeweiligen Stürmen in dem jeweiligen Jahr haben diese Stärke 4 oder 5. Und da sieht man, dass in den 80er Jahren das ungefähr so bei 15 bis 20% lag, also man könnte sagen, jede sechste von diesen Stürmen hatte so eine Stärkekategorie, die anderen waren harmlos, in Anführungsstrichen. Und wenn man jetzt hier so mit der, also das ist 2010, aber zwischen geht es natürlich auch weiter, aber 2010 waren das ungefähr zwischen 30 und 40%, das heißt, jede dritte. Und dann sieht man, aha, die laden offensichtlich mehr Energie auf, als das sie früher gemacht haben. Und das ist das, was hier zunimmt. Also nicht die Anzahl, sondern einfach deren Stärke. Ja, ja, wie ist das dann jetzt mit diesem CO2? Darüber habe ich ja noch kein Wort drüber gesprochen, was ja immer in aller Munde ist. Was wir hier sehen, ist das Spektrum, die Abstrahlung der Atmosphäre, der Erdatmosphäre, also diese Infrarotstrahlung, die die Erde ausstrahlt, wo die 70% Sonnenenergie, die reingekommen sind, auch wieder nach außen abgestrahlt werden. Und das ist ein Spektrum, das heißt, es geht in verschiedene Wellenlängenbereiche. Maximum ist hier ungefähr bei 10 Mikrometer, das ist Infrarotstrahlung. Und da sieht man, dass diese gestrichelte Linie, hier die obere, ist das, was der Temperatur der Erde im Moment entspricht, also das, was eigentlich die Erde abstrahlen würde, wenn die Strahlung nicht daran gehindert wäre, nach außen auszutreten. Jetzt besteht die Atmosphäre zum größten Teil aus Stickstoff und Wasser, und Sauerstoff, das wissen wir. Ja. Stickstoff 80%, Sauerstoff fast 20% und der Rest sind alles sogenannte Spurengase, also nur ganz wenig. Nur Stickstoff und Sauerstoff haben in diesem Bereich überhaupt keine Wirkung. Die sind transparent, könnte man sagen. Also würde die Erde wirklich nur aus Stickstoff und Sauerstoff bestehen, dann wäre diese Strahlung einfach zu 100% weg.
dann wird man quasi diese gestrichelte Linie, wäre auch das, was die Erde abstrahlt. Aber man sieht, es gibt bestimmte Bereiche in diesem Spektrum hier, wo Wasserdampf eine wichtige Rolle spielt, um einen Teil davon sozusagen festzuhalten in der Atmosphäre, dass es nicht abgestrahlt werden kann. Natürlich nur ein Teil, also das ist eine bremsende Wirkung, könnte man sagen. Anderer Bereich hier, Ozon hat auch so einen Bereich, Methan hat einen anderen Bereich, Wasser spielt auch hier eine Rolle, also Wasserdampf. Und hier in der Mitte oder etwas rechts von der Mitte, da gibt es jetzt den Bereich, wo dieses Spurengas CO2 seine Wirkung hat. Und das, der nimmt sozusagen einen ordentlichen Happen raus, mit anderen Worten, der sorgt dafür, dass die Strahlung da nicht so gut wegkommt, wie sie ohne dieses CO2 wegkommen würde. Und da kommt eben diese Wirkung von dem CO2 her, dass sie durch diese Bremswirkung, dass das nicht so gut rauskommt, die Atmosphäre im Durchschnitt aufheizt. Und das ist auch ein Effekt, also diese ganzen Effekte sind natürliche Effekte in erster Linie. Wir reden noch nicht von Menschen. Der sogenannte natürliche Treibhauseffekt wird hauptsächlich durch Wasserdampf verursacht, nicht durch CO2. Wasserdampf ist der größte Treiber, 60%. Dann kommt CO2 mit 26%, dann Methan mit 4% und dann noch ein paar kleinere Bereiche. Und dann sagt man, warum reden die Leute dann nicht vom Wasserdampf und stattdessen immer von CO2? Das hat damit zu tun, dass dieser Wasserdampf schon an seine sogenannte Sättigung ist. Was bedeutet, noch mehr Wasserdampf in die Atmosphäre hat nur ganz wenig Wirkung. Der hat so quasi schon seine maximale Ausbremsung von dieser Strahlung und das ist auch gut. Die Durchschnittstemperatur der Erde wäre deutlich, deutlich kühler, wenn Wasserdampf nicht diese Wirkung hätte. Also wir wären ungefähr bei minus 18 Grad Durchschnittstemperatur. Natürlich, in dem Moment, wo die Sonne drauf scheint, ist es wärmer, wo es Nacht ist, ist es kühler. Aber der Durchschnitt insgesamt für über die Erde wäre bei ungefähr minus 18 Grad. Und durch diese natürliche Treibhauswirkung sind wir zum Glück bei ungefähr 14 bis 15 Grad, wo wir uns wohlfühlen. Und deshalb ist es auch gut, dass es so ist und die Erde ist auch so geschaffen. Gott hat sich da was bei gedacht, dass sie die Erde auf diese Entfernung von der Sonne mit dieser Atmosphäre, mit diesen Elementen geschaffen hat, damit für uns das Klima genau richtig ist. Aber wo sich jetzt etwas ändert, wenn es jetzt einen Klimawandel gibt, wenn es im Klima sich etwas verändert, das ist eben nicht in diesem Wasserdampfbereich, obwohl sich da auch was verändert, aber das hat fast keine Wirkung, weil das schon gesättigt ist, sondern die Bereiche, die eben nicht gesättigt sind, wo noch weitere Wirkung, könnte man sagen, auftreten kann. Und da ist dann CO2 von denen der größte Anteil. Ja, das sieht man hier. Als zweitgrößter hat man dann hier Methan, weil das Methan zwar viel weniger in der Atmosphäre ist wie CO2, aber eine viel effektivere Wirkung noch hat als CO2. Und dann kommen noch Ozon und dann haben wir noch Lachgas und noch weitere Gase. Die haben einen sogenannten, die Klimatologen nennen das, positiven Strahlungsantrieb. Was bedeutet das? Bedeutet, dass sie etwas von der Sonneneinstrahlung festhalten und deshalb effektiv so wäre, als hätten wir mehr Strahlung. Ist zwar nicht mehr Strahlung, aber der Effekt ist gleich, wenn man mehr Strahlung festhält. Positiver Strahlungsantrieb bedeutet also Erwärmung. Man muss aber auch sehen, es gibt auch einen negativen Strahlungsantrieb. Das gibt also eine Abkühlung. Und das haben wir, wenn zum Beispiel mehr Wolken gebildet werden, durch Aerosole, das sind so die kleinen Feinstaubteilchen, könnte man sagen, oder andere Kerne, an denen sich dann Wasser wieder festmacht, wo wieder Wolken durchgebildet werden. Aber auch die Landnutzung, die wir haben, die sorgt eher dafür, dass wir durch die Veränderung der Oberfläche, insbesondere durch Waldrodung, dass da die Erde mehr Energie nach außen abstrahlt, einfach weil es heller wird, die Fläche, und dann natürlich auch einen abkühlenden Effekt hat. Das heißt, man hat immer zwei gegenläufige Effekte, nur der erwärmende Effekt überherrscht und kann quasi den abkühlenden Effekt nicht zunichte machen. Und das ist auch der Grund, warum man sich hauptsächlich in den Medien vor allem auf das CO2 konzentriert, obwohl all diese anderen Effekte auch eine Rolle spielen, weil das halt eben der Haupttreiber für diese Erwärmung dann ist. Gleichzeitig sieht man, dass in den letzten 10 Jahren die Zunahme an fossilen Brennstoffen auch sehr hoch ist, also gerade so die Länder wie China, Indien, die in dem Entwicklungspfad sind, wo sie immer höhere Lebensstandards entwickeln und sehr viele Häuser bauen, Maschinen, Autos, Industrie und so weiter.
die sind in dem Aufbauprozess, wo wir aus Westeuropa oder Amerika vor 100 Jahren waren. Ja? Und die wollen alle den gleichen Wohlstand haben wie wir. Das kann man denen auch nicht verübeln. Nur da entsteht dann halt eben sehr viel von diesem CO2. Oft wird die Frage gestellt, ja, aber CO2 ist doch CO2. Wie weiß man denn, dass das von diesen fossilen Brennstoffen kommt und nicht ganz normal natürliches CO2 ist? Das verrät dieses Isotopenverhältnis. Weil die fossilen Brennstoffe, die haben kaum C14 drin, weil das ja schon längst da raus ist. Und das, was sozusagen wir selbst durch Industrie in die Atmosphäre bringen, hat deshalb fast ausschließlich C13 und C12 drin und kein C14. Und durch Messen von diesem Verhältnis kann man dann rausfinden, welcher Anteil quasi von der Industrie kommt und welcher Anteil von der Natur kommt. Und das stimmt auch überein mit den Werten, die man hat aus den industriellen Verbrennungs-, also das ist ja miteinander konsistent, könnte man sagen. Da kommt das Ganze her. Ich hatte ja schon gesagt, die Wolken sind eine sehr spannende Geschichte und da ist auch noch nicht das letzte Wort zu gesagt. Die Wolken haben einerseits eine kühle und andererseits eine wärmende Wirkung. Je nachdem, wo sie sich bilden, wie hoch sie sich bilden, wie lange sie sich bilden und so weiter. Und gerade die Frage ist, wenn das Klima sich verändert, was ändert sich dann in der Wolkenbildung? Könnte es zum Beispiel sein, dass durch ein erwärmendes Klima die Wolken so stark zunehmen, dass sie eigentlich mehr kühlen als wärmen und dass dann dadurch gerade die Erwärmung der Erde wieder rückgängig gemacht wird oder wenigstens gedämpft wird. Ich würde sagen, ja, das kann sein. Deshalb ist auch der Grund, warum so viel danach untersucht wird heutzutage, um genau das rauszufinden. Man nennt das auch den sogenannten Iris-Effekt. Das ist ja wie beim Auge, wenn mehr Licht draufkommt, dann kneift das Auge zu, damit nicht so viel Licht durchkommt. Und so würden die Wolken quasi wie so eine Iris funktionieren. Es ist nur so, dafür gibt es noch keine Beweise. Aber wie gesagt, es wird viel Forschung danach betrieben und es ist ein sehr legitimer Ansatz, zu gucken, ob da sowas existiert. Und gerade als Christen dürfen wir vielleicht sogar sowas erwarten, dass wir sagen, vielleicht hat Gott da auch Mechanismen eingebaut, dass wenn es wärmer wird, die Erde automatisch reagiert, damit es nicht überdurchschnittlich warm wird. Also wie gesagt, ein spannendes Gebiet, was allerdings noch offen ist. Im Moment ist der offizielle Bericht vom Weltklimarat sagt, wir haben das alles untersucht und wir sind der Meinung, dass es insgesamt die Wolken eine leichte Erwärmung und nicht eine leichte Abkühlung bringen. Aber sie geben auch ehrlich zu, das ist das letzte Wort noch nicht zu gesagt, weitere Untersuchungen könnten unter Umständen etwas anderes bringen. Ich hatte schon gesagt, dass die Landnutzung durch Menschen, durch Waldrodung und so weiter, dass die dazu führt, dass es eine kleine Abkühlung gibt und die wird auch in den Modellen mit berücksichtigt. Also wenn jemand sagt, Temperaturanstieg 1,5 Grad, ist das quasi schon abgezogen, sonst wäre es mehr. Das Gleiche gilt auch für Vulkanismus. Vulkanismus ist ja auch so ein Thema, wo man sagt, ja, wenn da ein Vulkan ausbricht, Leute, boah, da kommt ja eine Menge CO2 in die Atmosphäre rein, da können wir als Menschen gar nicht mithalten. Da ist es doch die Natur eher. Also wenn ein Vulkan ausbricht, ist das sicherlich der Fall. Also berühmtes Beispiel, Tambora in Indonesien 1815. Im Jahr danach gab es keinen Sommer. Ja, man hat plötzlich einen Durchschnittsabfall, Temperaturabfall, soweit man das jetzt nachvollziehen kann, im Nachhinein von ungefähr 3 Grad. Das ist ganz heftig, was ein so Vulkan bewirken kann. Allerdings muss man sagen, ja, wie viele Vulkane von der Stärke gibt es denn über die Zeit? Und wenn man die Vulkane, die man alle kennt, mitnimmt und mitberechnet und das verteilt über die Zeit, also man kann sagen, so ein Durchschnitt bildet, dann merkt man, dass der Gesamteffekt dann doch nicht so groß ist. Und nur 1,6% von dem, was wir als Menschen dann an CO2 ausgestoßen hat, eben aus Vulkanen kommt. Und dann ist die Wirkung insgesamt also doch nicht so groß. Ein anderes spannendes Thema sind die ganze atmosphärische Strömungen, insbesondere die Windströmungen und die Ozeanströmungen. Da gibt es ganz viele Zyklen, gibt es da zum Beispiel der nordatlantische Zyklus oder die meisten von uns kennen sowas wie El Niño oder El Niña. Das sind Zyklen, die nicht einfach nur mal jedes Jahr zurückkommen, sondern mit einer bestimmten Variabilität über einige Jahre bis zu einem Jahrzehnt und die dazu führen, hier ist mal so ein Chart, dass es mal eher einen tendenziell kühlenden Effekt gibt, dann wieder einen wärmenden Effekt, aber immer in der Größenordnung von 5 bis 10 Jahren, auch mal kürzer. Und das wird auch genau untersucht.
Der Weltklimarat hat da, könnte man sagen, nachgeholt, weil in den vorherigen Reports war da nicht so viel darüber zu lesen. Aber inzwischen haben sie da sehr viel hinzugefügt. Und die sagen, ja, die Schwankungen, die sind natürlich zu sehen. Allerdings, es sind wirklich Schwankungen. Also es ist nicht eine Tendenz nach oben oder nach unten. Und wenn man das sagt, sag mal in den 80er, 90er Jahren, da konnte man das, hätte man sagen können, okay, Klimawandel kommt von diesen Schwankungen, weil da war die Differenz noch sehr gering. Inzwischen sind wir 40 Jahre weiter und die Schere klafft immer weiter auseinander und man weiß inzwischen, dass man mit diesen Schwankungen die Klimaveränderung nicht erklären kann, nur Teile davon. Also es ist quasi wie so eine Schwankung, die oben auf die Veränderung noch oben drauf liegt, aber nicht die Änderung selbst dann erklärt. Ganz spannende Frage in der ganzen Geschichte ist die Sonne. Weil ich habe ja gesagt, die Erde strahlt dann weniger ab, wenn das CO2 das aufhält. Aber könnte nicht genauso gut umgekehrt die Sonne einfach mehr Strahlung an die Erde abgeben? Tut sie auch. Also die Sonne, die hat auch Schwankungen in ihrer Strahlung. Und auch das wird genau untersucht. Und da muss man zwei Dinge unterscheiden. Das kann dadurch sein, dass die Sonne selbst Schwankungen hervorbringt. Das ist ja der rechte Teil hier, Sonnenaktivitätsschwankungen. Oder dass die Erde als Ganze weiter weg von der Sonne ist oder näher an der Sonne ist. Also das sind die Erdbahnparameter. Die Erde macht ja keinen exakten Kreis um die Sonne, sondern eine Ellipse. Und diese Ellipse verändert sich auch im Laufe der Zeit ein bisschen. Das Problem dabei ist, das sind sehr lange Zeitskalen. Also diese Zyklen, die die Erde da hat, die sogenannten Milankovitch-Zyklen, die haben eine Dauer, die zwischen 40 und 140 eine sogar bei 400.000 Jahren liegt. Das heißt, wenn man eine Klimaänderung betrachten will, die in wenige hundert Jahren stattfindet, dann hilft das nichts, weil da ändert sich in diesem Parameter viel zu wenig. Ja. Also muss man sich, wenn, dann eher auf die rechte Seite konzentrieren. Die Sonne selbst hat Zyklen. Der bekannteste davon ist der sogenannte 11-Jahres-Zyklus, wo die Sonne dann aktiver wird mit sehr vielen Sonnenflecken und dann wieder ruhig wird und wieder aktiver wird und so weiter. Das ist schon über längere Zeit bekannt. Und da gibt es zwar Schwankungen über die Zeit, aber sie sind nach allem, was wir jetzt wissen, einerseits zu gering und zweitens zu regelmäßig, um den aktuell wahrgenommenen Klimawandel zu erklären. Also es ist zu wenig und man sieht auch nicht die Steigung, die man da eigentlich erwarten oder die man da bräuchte, um die heutige Klimaänderung zu erklären. Was allerdings ein Punkt ist, und der wird auch von einigen Autoren sehr genau verfolgt, gibt es vielleicht einen indirekten Effekt. Und das muss man sich so vorstellen, die Sonne, Einstrahlung schwankt ja an diese 11 Jahren ein kleines bisschen, aber die beeinflusst wieder den Sonnenwind, das sind so Strahlen, Entschuldigung, kosmische Strahlung, das ist Strahlung, die von Weltall irgendwie auf die Erde kommt. Und diese kosmische Strahlung wiederum beeinflusst die Wolkenbildung. Und dann ist die Idee, dass man dann da so einen verstärkenden Effekt hat. Und ein kleines bisschen Sonnenstrahlungsschwankung gibt dann eine große Änderung in der Wolkenbildung, was dann das Klima der Erde deutlich mehr beeinflussen könnte als die Strahlung selbst. Und da gab es zum Beispiel den Dänen Svensmark, der so in den 80er, 90er Jahren eine Hypothese aufgestellt hat, dass er gesagt hat, guck mal, Wolken, kosmische Strahlung und Sonnenaktivität, das korreliert miteinander. Das macht die gleiche Kurve über die gleiche Zeit, allerdings versetzt, wie man hier sieht. Und das war auch eine Zeit lang, war das ein Feld, wo auch viele untersucht haben. Also ich weiß von Unis in Norwegen zum Beispiel, die da sehr viel mitgemacht haben. Eine Studentin aus unserer Arbeitsgruppe, die war ein Semester lang in Norwegen, hat dort die ganzen Vorlesungen über das Thema Klima gefolgt und war sehr spannend und hat auch gesagt, dass gerade diese Theorie da auch sehr ausführlich behandelt wurde. Aber die Korrelation, die ging nach dem Jahr 2000 verloren. Das heißt, man kann nicht sagen, dass das wirklich eine Korrelation ist. Man muss einfach sagen, die Schwankung war da und jetzt ist sie nicht mehr da, aber die Erwärmung findet weiterhin statt. Sowas Ähnliches gab es, es wurde mal eine Korrelation gefunden zwischen Niederschlägen in Europa und den Sonnenzyklen. Das ist so ein ähnlicher Fall, dass man sagt, gibt es da irgendeinen Effekt, dass die Sonnenzyklen dafür sorgen, dass mehr oder weniger Regen fällt. Und hier ein Beispiel, Regenmenge im Februar in Deutschland schien über einige Jahrzehnte hier mit den Sonnenzyklen zu korrelieren. Allerdings übrigens nicht immer, das sieht man hier, ist zum Beispiel eine andere Korrelation hier zu finden, aber hier hat es genau gepasst und hier auch. Und
da war die Frage, korreliert das oder nicht? Und das hat man dann auch weiter untersucht und hat es eben nicht nur für Deutschland gemacht, sondern auch für andere Länder, einfach um zu gucken, ist das überall so oder ist das nur in Deutschland so? Und dann hat man festgestellt, es gibt in Deutschland eine gewisse Korrelation, in Schweden, in Norwegen aber überhaupt nicht, in Frankreich kaum und so weiter. Also es war ganz unterschiedlich pro Land und man ist letztendlich zum Schluss gekommen, dass es kein stichhaltiger Beweis ist. Man weiß nicht die Ursache, aber man kann auch nicht erklären, was es dann verursacht hätte. Also es war, man hat eine Korrelation gefunden und wir haben natürlich in der Wissenschaft immer das Problem, dass eine Korrelation nicht automatisch auch eine kausale Ursache ist. Ja? Man darf es natürlich nicht umdrehen. Man kann nicht sagen, wenn eine Korrelation da ist, ist das keine kausale Ursache. Das ist klar, wenn es eine kausale Ursache gibt, dann gibt es auch eine Korrelation. Aber man muss da immer mit aufpassen und hier scheint es ein Fall zu sein, dass es eben dann doch nur in Anführungsstrichen eine Korrelation war und keine wirkliche Ursache dahinter. Ja, dann haben wir noch nicht über das Thema Temperaturrekonstruktion gesprochen. Das hier ist ein ganz offizielles Bild, auch aus einem der Reports von IPCC, wo man versucht hat, so in einem Bild mal zu sagen, wie sah das Klima in der Vergangenheit aus. Das muss man so lesen, dass wir hier rechts, oh, ich bin einfach zu schnell, hier rechts, warte mal, ich versuche mal einen Pointer hier zu kriegen, dass man hier rechts so die heutige Zeit hat mit dem heutigen Klima, dass es hier dann die Eiszeiten gab in diesem Bereich und dann hier gab es die warmen Zeiten in der Erde. Man sieht das auch, dass es mal Zeiten gab, wo es deutlich wärmer war, so im Miozän, Paläozän, wo es deutlich wärmer war wie heute, Die Zeitskala, die wir da unten sehen, die kann man sicherlich auch anders sehen. Also wir als von Wort und Wissen glauben nicht, dass da wirklich die ganz hohen Jahrzahlen drangehängt werden müssen. Aber auch wenn man das relativiert zu kürzeren Zeiten, ist ganz klar, es war auf jeden Fall mal deutlich wärmer auf der Erde. Das kann man schon schließen. Das war allerdings nicht während den Eiszeiten, das sieht man hier auch. Die haben sich da moderat verhalten, das war deutlich davor. Aber die wichtige Schlussfolgerung ist, die Erde kann offensichtlich auch deutlich wärmer. Ob das angenehm war oder nicht, das ist was anderes. Aber die Erde ist nicht daran kaputt gegangen und ist auch wieder in seinen Zustand zurückgekehrt danach. Und das ist auch eine wichtige Information, die wir hier weitergeben können. Wie war es dann in der Zeit mit dem CO2? Ich habe jetzt nur die Eiszeiten, also nur diesen Teil hier rausgenommen aus der Mitte. Da sieht man, dass das CO2 da auch geschwankt hat, also ist mit den Temperaturschwankungen mitgegangen, zwischen 180 und 250, knapp 300 ppm. Heutzutage liegen wir alle bei 420, also deutlich über das Niveau, was es dann damals gab, soweit man das eben rekonstruieren kann. Ja, so wie so eine Rekonstruktion stattfindet, das ist noch ein ganz besonderes eigenes Kapitel, was ich jetzt auch leider übergehen muss. Ja, Missverständnisse, Kontroversen. Erstmal ein kurzes Umfrageergebnis. Ich habe es leider nur aus 2019, ist es frei verfügbar. Sonst will Statista.com immer viel Geld für solche Auswertungen haben. Aber 2019 tut es auch, dass die Mehrheit der Deutschen sich schon Sorgen macht über den Klimawandel. Ein Drittel macht sich sehr viele Sorgen und 40% machen sich etwas weniger Sorgen. Und einige machen sich keine Sorgen. Also ich mache mich auch keine Sorgen. Aber ich denke schon, dass es stattfindet und dass wir mit Veränderungen rechnen müssen. Das ist was anderes, als sich Sorgen machen. Die Frage, die auch gestellt wurde, ist, denkst du, dass es der Mensch da einen Teil dran hat oder nicht? Und dann sagt der größte Teil der Deutschen ja, aber ein Teil sagt, es findet zwar statt, aber hat nichts mit den Menschen zu tun und ein kleiner Prozentsatz sagt, findet überhaupt nicht statt. Politisch gesehen ist das natürlich auch unterschiedlich. Aber was ich interessant finde, dass die Parteien, die das im Programm haben, dass sie trotzdem in der Anhänger, also in der Wählerschaft, dass es nicht so 100% zurückreflektiert wird. Ich denke auch, dass es inzwischen, ja, dass man sagen muss, der Mensch hat einen Einfluss, ob der bei 100% liegt, das würde ich jetzt nicht sagen, aber dass er bei null liegt, ist sicherlich nicht richtig. So, und jetzt schauen wir uns mal so ein paar Kontroversen oder Argumente, die oft genannt werden, an, die vielleicht der eine oder andere von Ihnen auch im Kopf hat. Sie sagt, warum ist das Argument noch nicht gekommen? Vielleicht taucht es jetzt auf.
so die Dinge, die typischerweise diskutiert und besprochen werden. Ein wichtiges Thema ist immer, gibt es sowas wie ein globales Klima? Ja, es gibt doch Klimazonen auf der Erde. Ja? Im Norden ist es kalt, in Tropen ist es warm und so weiter. Sommer, Winter ist natürlich wahr. Das weiß ja jeder, dass es Klimazonen gibt. Wenn wir von globaler Erwärmung sprechen, meinen wir natürlich nicht, dass es überall gleichmäßig die Temperatur hochgeht, sondern es ist das gemeint, was ich am Anfang sehr ausführlich erklärt habe, dass diese Durchschnittstemperatur, dass die hochgeht, mit anderen Worten, es bedeutet, dass die Atmosphäre mehr Energie enthält. Und mehr Energie bedeutet, dass sie sich auch energetischer verhält und dass es Änderungen hervorbringt. Ja? Das ist, was damit gemeint wird. Und da weiß man schon, dass diese Durchschnittstemperatur eben natürlich im Laufe der Zeit schwankt, das haben wir auch in einem Bild der Historie gesehen, aber dass diese Schwankung im Moment doch ziemlich über den Durchschnitt der letzten Zeit hinausschießt. Genau dasselbe ist auch bei dem Nächsten. Die Klimaänderung gab es doch schon immer, wozu die ganze Aufregung. Ja, das ist wahr, dass es die Klimaänderung immer gab. Und die Erde ist auch damit zurechtgekommen. Und ich denke, wir sehen da auch Gottes Fürsorge, dass er die Erde da nicht quasi vergehen lässt, auch wenn sich in diesen Schwankungen, die natürlich oder menschlich oder wie auch immer sind, dass es da auch Mechanismen gibt, die die Erde auch wieder rekonstruieren, könnte man sagen, und wieder in Ordnung bringen. Es ist natürlich schon so, dass wenn zum Beispiel der Meeresspiegel durch Abschmelzen von den Polkappen und durch Erwärmung, übrigens die Steigung durch Erwärmung ist höher als durch die Abschmelze, wenn das wirklich stattfinden würde in dem Maße, wie man es heute befürchtet, ja, muss man noch abwarten, ob es wirklich so kommt, aber wenn das stattfinden würde, dann haben wir natürlich das Problem, dass dadurch, dass wir im Moment 8 Milliarden Menschen auf der Erde haben, dass es nicht so einfach ist, die alle aus den Regionen wegzuziehen, wo das Meer dann steigen würde. Ja, also alleine alle Holländer nach Deutschland zu bringen, das ist ja so mal ein Unterfangen. Das sind aber nur 18 Millionen. Wir reden hier eher von 800 Millionen Menschen, die da betroffen sein könnten. Ja. Ein sehr gutes Gegenargument finde ich persönlich, der Mensch produziert viel weniger CO2 als die Natur. Und das stimmt. Also ich habe das ja vorher nicht so im Detail wie die Verbindung zwischen Atmosphäre und Wasser und Land und so weiter und Vegetation. Aber natürlich ist die Erde in einem ständigen Austauschprozess. Die Ozeane gasen CO2 aus, weil sie sehr viel enthalten, nehmen aber auch gleichzeitig wieder CO2 auf. Wir Menschen, die Tiere und so weiter, wir atmen CO2 aus und die Vegetation nimmt es wieder auf und wandelt es wieder in Sauerstoff um. Das heißt, es gibt quasi so einen Bilanzprozess, wo sehr viel ausgegast wird und sehr viel aufgenommen wird. Und diese Mengen, die da jährlich quasi hoch und runter gehen, so könnte man sagen, das liegt schon in der Größenordnung von 780 Gigatonnen CO2 pro Jahr, was die Natur quasi macht, ohne dass wir Menschen überhaupt was dafür tun. Und wenn das im Gleichgewicht ist, ist auch alles in Ordnung. Und was wir jetzt als Menschen machen, ist, dass wir eben jährlich 30 bis 40 Gigatonnen oben drauf packen. Und da ist es dann leider so, dass die Natur das nicht alles wegstecken kann. Das heißt, man hat dann eine Verschiebung des Gleichgewichtes, was dann zu einer Erwärmung von 1 Grad führt, ja, effektiv. Das kann man verstehen. Es ist so, man könnte es bei den Ozeanen so ein bisschen mit so einer Sprudelflasche vergleichen. Ne? Da ist CO2 drin, wenn der Deckel zu ist, wenn ich aufmache, dann geht der erstmal raus. Wenn ich dann die Flasche auch noch erwärme, dann geht noch viel mit CO2 raus. Das heißt, Temperatur und CO2 und Ozeane, die reagieren sofort aufeinander, könnte man sagen. Das sind Effekte, die wir alle mit berücksichtigen müssen. Was es noch schwieriger macht, ist, dass das alles mit einer gewissen Zeitverzögerung geht. Das geht nicht immer sofort, sondern das dauert dann manchmal 5, 10 Jahre, bis so ein Ding in Gang gebracht ist und auch wieder gestoppt ist. Auch das muss man alles mit berücksichtigen. Da gehe ich kurz drüber. Oft hört man auch, dass man sagt, ja, Klima kann man doch gar nicht vorhersagen. Guck mal, das Wetter kann man ja schon mal nicht vorhersagen. Ja, morgen stimmt es vielleicht noch ungefähr, aber das, was in 4 Tagen vorher gesagt wird, das brauche ich mir gar nicht anzuschauen. Das ändert sich morgen wieder komplett. Und wenn Klima dann ein Durchschnitt von 30 Jahren ist, wie soll ich den dann überhaupt vorhersagen? Ich kann jetzt leider keinen Vortrag über Klimamodellierung halten. Das ist einer der Schwerpunkte in unserer Arbeitsgruppe, ein sehr spannender Bereich. Ich kann es nur in Zusammenfassung sagen, man kann Klima modellieren, natürlich mit gewissen Restriktionen. Erstmal ist es so, die Klimamodellen, die haben sehr viel an Genauigkeit und zugenommen in den letzten 50 Jahren. Die ersten Modelle waren nicht viel wert,
dann hat man immer mehr Elemente mit reingenommen, die, die Ozeane, die Vulkane, die Landnutzung, aber auch die, die Auflösung der Modelle, also immer feingranular und damit natürlich immer genauer, hat dazu geführt, dass die immer besser wurden. Und dann sagt man, wie kann ich das denn testen? Ich kann doch die Zukunft nicht heute schon testen. Generell ist es so, dass bei Prognosemodellen das so funktioniert, wenn das die Zeit ist, die ich an Daten zur Verfügung habe, nehmen wir an 100 Jahren, dann nehme ich die letzten 20 Jahre erstmal raus, mache dann 80 Jahre. Darauf mache ich ein Modell. Mit dem Modell sage ich die 20 Jahre voraus, die ich eigentlich schon habe. Aber die Daten habe ich nicht genutzt. Und dann gucke ich, ob das passt. Und so lernen die Modelle quasi von der Wirklichkeit und werden dadurch dann besser. Und so kann man die Modelle schrittweise anpassen. Und ein weiterer Vorwurf, der da mit zusammenhängt, ist, dass man sagt, ja, das eine Modell sagt 1,5 Grad Erwärmung voraus, das andere sagt 5 Grad oder 6 Grad voraus. Pff, wenn das so weit auseinander liegt, dann hat das wahrscheinlich wenig Wert. Das ist ein Missverständnis und das möchte ich hier kurz erklären. Ich habe hier mal 5 Modelle hintereinander gelegt oder nebeneinander gelegt. Man muss sich immer nur den linken Balken angucken. Dieses Modell sagt 1,5 Grad Temperaturanstieg mit einer gewissen Bandbreite. Das ist diese kleine blaue Strich, die hier steht. Und dieses ganz rechte Modell sagt jetzt 4,5 Grad voraus mit auch einer gewissen Bandbreite zwischen 3,5 und 5,5 Grad. So. Aber was ist jetzt unterschiedlich an diesen Modellen? Das sind sogenannte Szenarien. Also was die Modellrechner machen, ist, sie sagen, wir wissen ja nicht, wie das in Zukunft weitergeht, zum Beispiel mit dem CO2-Ausstoß. Und deshalb muss das mit verschiedenen Mengen gemacht werden, um zu gucken, wie reagiert das Ganze darauf. Und wenn man jetzt die Farbe einfach mal merkt, hier das hellblaue hier und das dunkelrote hier rechts, dann sieht man das hier. Im hellblauen Modell geht man davon aus, dass die Menschheit sich irgendwie an die eigene Nase fasst und sagt, ich reduziere mein CO2 in den kommenden Jahren bis zum Jahr 2100 auf nur noch 20 Gigatonnen pro Jahr. Das heißt, die Pariser Protokolle und das Kyoto-Protokoll und alle anderen, die noch folgen werden, die werden alle brav eingehalten. Also so könnte man sagen, Best-Case-Szenario. Dann werden wir den Temperaturanstieg so in um die 1 bis 2 Grad halten und das war's dann. Okay. Wenn wir aber überhaupt nichts tun, das ist ja eher so das Worst-Case-Szenario, das Rote da oben, und wir machen einfach alle fröhlich weiter, ja, dann wird die Erwärmung schon ein bisschen mehr sein. Ja. Die Wirklichkeit liegt vielleicht irgendwo da dazwischen. Ich persönlich, wenn ich so gucke, was da besprochen wird und wie viele politische und wirtschaftliche Einflüsse da sind, glaube ich, dass die noch lange miteinander sprechen können, ohne dass was wirklich passiert. Deshalb glaube ich, dass es, wenn, dann eher so in eines dieser beiden oberen Modelle sein wird. Was natürlich umgekehrt bedeutet, dass wir auch tatsächlich uns auf ein bisschen noch wärmere Sommer einstellen müssen. Was auch darauf als Gegenargument kommt, sagt, naja, so schlimm ist es doch nicht, wenn es wärmer wird. Also ich finde es schön. Ja? Und wenn ich in Südschweden wohne, dann würde ich dem auch 100% zustimmen, Norddeutschland auch noch. So wir, ich komme eher hier aus dem Süden von Deutschland, ist so ein bisschen unangenehm. Ich weiß nicht, wie es in Portugal ist, Alexander, aber... Was würdest du sagen? Die Trockenheit. Genau, ja, ist sehr extrem. Genau. Das heißt, hier hängt es natürlich sehr stark davon ab, wo man wohnt. Und insgesamt muss man einfach sagen, okay, da verändert sich was, da verschiebt sich was. Kann ich mich darauf einstellen? Das ist ja eigentlich eher die Frage. Oder kann ich das nicht? Das Gegenargument, CO2 ist kein Gift, hört man ganz oft. Es stimmt natürlich, dass CO2 kein Gift ist. Und ich muss auch sagen, hier wird ja auch in den Medien ganz dumm gespielt. Da sieht man so ein Kohlekraftwerk, was ja schwarzer Rouge ausstößt, mehr oder weniger, und dann sagt dann CO2. Ja? Also CO2 kann man nicht riechen, man kann es nicht sehen. Das, was man da sieht, ist definitiv kein CO2. Ja? Das ist Ruß. Und das sind andere umweltschädliche Stoffe, die da rauskommen. Und ist ein Thema, was ich jetzt nicht so stark anspreche, aber natürlich muss man Umwelt nochmal ganz klar trennen von Erwärmung, von Klima. Weil die Umwelt, die wird natürlich auch verdreckt und verschmutzt und da machen wir auch ganz viel, was nicht in Ordnung ist. Aber CO2 ist sicherlich kein Gift. Es gibt auch positive Wirkungen von CO2. Die Vegetation nimmt zu. Es gibt Breiten, gerade wo früher die Enten sehr gering ausgefahren sind, wo sie deutlich besser jetzt ausfahren.
die positiven Sachen darf man auch nennen und die sind auch da. Aber auch wenn es kein Gift ist, kann es trotzdem gefährlich sein, genauso wie Wasser kein Gift ist und auch gefährlich sein kann. Ja, und das letzte Gegenargument ist nicht eigentlich ein Argument, sondern ein ganzes Sammelsurium. Gerade wir in der Klimagruppe, wir werden oft mit irgendwas, dann wird uns zugeschickt, kannst du das mal kurz beurteilen? Ja, okay. Ich kann es meistens nicht beurteilen. Aber da werden so viele Ideen, wilde Theorien einfach mal aufgeworfen. Und dann sagt man, ja, was soll ich denn damit anfangen? Und eine ganz lustige Sache muss ich hier dann doch erzählen. Vor kurzer Zeit hat mein ganz lieber älterer Bruder Wort und Wissen einen E-Mail geschrieben und hat gesagt, kurzwellige Strahlung von Handys, die werden doch sicherlich die Atmosphäre aufheizen. Wir haben alle ein Handy und wir benutzen es jeden Tag. Das muss doch mindestens in den Klimamodellen mit berücksichtigt werden. Ne? Ja, also solche Ideen kommen dann auch hoch. Also an der Stelle kann ich euch beruhigen. Ein Handy produziert ungefähr ein Watt, wenn man es nutzt, wenn man es nicht nutzt, weniger. Unser Körper strahlt so 100 Watt aus und pro Kopf Energiebedarf global über alle Menschen gemittelt liegt eher bei 2400 Watt. Also da wird das eine Handy dann wirklich keine Wirkung haben. Ja, das letzte Teil, unsere Verantwortung. Es ist halt so, dass die Politik und die Medien natürlich hier es uns nicht leicht machen. Ja, wem sollte man jetzt glauben? Es gibt eine Debatte, auch unter Christen, ganz unterschiedliche Meinungen, in diesem Raum sicherlich auch. Damit haben wir es zu tun. Und man hat es auch mit, ich sag mal, verhärteten Fronten zu tun. Ich sag mal, die zwei extreme Ansichten, das ist eine sagen, okay, die ganze Wirtschaft wird an die Wand gefahren mit den Maßnahmen, die jetzt alle vorgeschlagen werden. Und die anderen sagen, wenn wir die Maßnahmen nicht ergreifen, dann ist die Welt bald kaputt. Ja, so. Ja, und das knallt natürlich so heftig aufeinander. Wie gehen wir da jetzt mit um? Was ist jetzt eine vernünftige Antwort, die wir als Christ da bringen können? Aber bevor ich das mache, erstmal eine ganz nüchterne Überlegung. Und zwar das nächste Bild. Ich denke, das kennen wir alle in irgendeiner Form. Das ist einfach die Menge an CO2, die jedes Land so jährlich produziert. Umso größer der Kreis, umso mehr. So, China Platz 1, USA Platz 2, Russland Platz 3, Indien Platz 4 und so weiter. Deutschland rankt da auf Platz 6. Und das führt natürlich dazu, dass wir immer sagen, ja, der Größte, das ist China. Die machen den meisten Unfug. Die sollen mal was machen. Ja. Stimmt auch, die sollten was machen, ja. Aber man kann das Bild auch anders darstellen. Und das dürfen wir nicht vergessen. Ich mache das jetzt mal pro Kopf, pro Mensch. Ja. So, USA ist immer noch oben, aber China hat jetzt den Platz hinter Deutschland eingenommen. Ist ja klar, es gibt ja viel mehr Chinesen als Deutschen, ja. Und diese Länder, China, Indien, aber insbesondere auch die Länder ganz unten, die afrikanischen Länder, die da genannt werden, die sind ja alle noch auf dem Weg, sag mal, eine Wirtschaft oder ein Wohlstandsniveau zu erreichen, was wir schon lange haben. Das werden wir nicht aufhalten können, liebe Leute. Die werden das weitermachen. Die werden nicht plötzlich aufhören und sagen, okay, dann haben wir eben kein Haus, ja, weil das Klima geht sonst kaputt. Also das glaube ich nicht. Das heißt, diese Entwicklung wird so weitergehen und die werden deutlich mehr CO2 produzieren und wenn das CO2 wirklich die Ursache ist, was ich inzwischen von überzeugt bin, dass es das ist, anders sind es vielleicht nicht, aber auf jeden Fall diese Menge an CO2 wird nicht einfach abnehmen. Das ist illusorisch, wenn wir das denken und das ist es auch dann, wenn Deutschland alles reduzieren würde. Wenn die 8,9, die hier stehen, rausgenommen werden, jetzt gehe ich nochmal an das Bild zurück, oder besser gesagt die 800 Megatonnen, Entschuldigung, CO2, die wir produzieren, wenn die alle weg wären und China macht einfach so weiter und USA auch, dann haben wir nichts gewonnen. Und deshalb muss man einfach ganz nüchtern sehen, wenn da eine Agenda ist, die quasi fast religiös versucht, das CO2 zu reduzieren, da muss man natürlich die Umländer auch mitnehmen und die ganze Welt und sagen, ja, pff, ja. Auf der anderen Seite bedeutet das, dass wir nichts tun sollen, haben da gar keine Verantwortung. Ich meine, ich muss hier denken an die Geschichte, die Jesus dann erzählt, ja, wenn da der Pharisäer zu ihm kommt und sagt, wer ist denn mein Nächster? So nach dem Motto, ich kann doch die ganze Welt retten. Ne? Dann sagt Jesus, der Nächste ist der, der dich über den Weg läuft. Und den hilfst du. Und hier ist es auch so, dass wir eine Verantwortung haben, die sicherlich in unserer eigenen Umgebung liegt. Aber wie sieht die dann aus? Das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen an. Welchen Auftrag haben wir denn?
Wir wissen einerseits, dass Gott die Welt in Gottes Hand liegt. Und wir haben auch so Hinweise gesehen, dass Gott die Welt auch in der Hand hält, dass er dafür sorgt, dass eben nichts wirklich dauerhaft so kaputt geht, dass wir nicht mehr darauf leben können. Aber die Änderungen, die stattfinden, die sind trotzdem nicht so angenehm für alle. Ja? Was machen wir denn? Und ich denke, das Hauptstichwort hier ist Nachhaltigkeit, auf gut Englisch Sustainability. Inzwischen beschäftigen sich sehr viele Wissenschaftler damit, aber auch sehr viele Firmen, die das auf ihre Agenda schreiben und sagen, müssen wir wirklich eine Wegwerfökonomie haben? Also wir haben ja jahrelang so produziert. Ja? Ich habe eine Grundstoffe, ich mache ein Produkt daraus, ich nutze es, dann schmeiße ich es weg und dann landet es in der Umwelt und dann kümmere ich mich nicht mehr drum. Was heutzutage viel mehr kommt, und ich denke, viele von uns denken auch schon inzwischen mehr so, dass man so eine Art zirkuläre Ökonomie hat, wo man sagt, ja, natürlich brauche ich die Produkte, ich will sie auch benutzen und habe am Ende auch ein Abfallprodukt. Aber kann ich was damit anfangen? Kann ich es nochmal benutzen? Kann ich es in ein anderes Produkt umwandeln? Kann ich wenigstens Energie daraus machen oder überhaupt? Das heißt, man versucht, die gleichen Ressourcen einfach nützlicher, länger zu benutzen. Und ich glaube, dass das ein guter Ansatz ist, ein sinnvoller Ansatz. Und es ist, wie gesagt, auch nicht nur die Politik, es sind viele Firmen, die das schon seit Jahren auf ihren Agenda schreiben. Wenn man auf die Homepage geht, dann haben sie irgendwo eine Seite, wo sie sagen, was sie in diesem Bereich alles machen, damit sie die Umwelt nicht so belasten mit ihren Produkten. Ob sie dann das auch alles umsetzen, was sie da schreiben, ist noch ein bisschen was anderes, aber der Plan ist auf jeden Fall da. Und was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, oder dass man sagt, die Geräte, die nutze ich, wenn sie ausgedient haben, nochmal für was anderes, das findet man hier in einem Text aus Jesaja. Für die im Englischen nicht so mächtig sind, hier auf gut Deutsch, da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Natürlich geht es in diesem Text eher um den Frieden, als dass man das Eisen zweimal verwendet, verstehe ich schon. Aber es ist trotzdem interessant, dass dieser Text da steht. Weiß auch ganz jemand zufällig, wo dieser Schriftzug steht, wo dieser Text? Sehr gut, genau. Die Vereinten Nationen in New York, das Hauptgebäude, haben das eingraviert dort. Und die Vereinten Nationen machen sich auch über dieses Thema Gedanken. Und es muss uns auch als Christen bewusst sein, dass die Nationen alle, Deutschland natürlich genau dazu, sich tatsächlich Nachhaltigkeitszielen auf ihre Fahne schreiben. Aber wie sehen die denn aus? Also ich habe hier mal ein Bild mitgebracht, das offizielle Nachhaltigkeitszielen von den Vereinten Nationen. Und es stehen da sehr viele Themen drauf, wo ich als Christ sage, ja, würde ich sofort mitmachen. Also hier Beispiel, keine Armut mehr. Ja, sehr gute Idee. Kein Hunger mehr, auch eine sehr gute Idee. Gute Gesundheit für alle, super. Ja? Und dann plötzlich sehe ich hier Gender Equality. Ich sage, Moment, was hat das jetzt mit Nachhaltigkeit zu tun? Was man hier merkt, wenn man das durchgeht, so die Themen, dann sagt man, ja, das sind einige, wo man sagt, die können wir euch unterschreiben, aber einige, wo ich denke, naja, gut. Was hier passiert, ist Folgendes. Die Vereinten Nationen, die führen sich so ein bisschen an der Stelle auf, wie wir müssen die Welt retten und wir sagen, wie das zu geschehen hat. Wir haben den Plan dafür. Hier wird ohne Gott geplant. Und das heißt nicht, dass alles falsch ist, was sie machen, aber das heißt nicht, dass das eine blinde Agenda ist, die wir alle folgen müssen. Ja? Und deshalb denke ich, dass es besser ist, dass wir in Gottes Wort nachschauen. Was steht denn da zu diesem Thema da drin? Hat ja schon diesen Vers am Anfang genannt. Gott hat für uns die Erde gemacht, in einem Idealzustand. Das Label sehr gut galt am Anfang. Das heißt, er hat uns eine ideale Atmosphäre geschenkt, sauberes Wasser, ausreichende Rohstoffe und uns das dann anvertraut und geboten, damit verantwortungsvoll umzugehen. Und auch dem Volk Israel hat er dieses Land gegeben, das von Milch und Honig fließt. Und im dritten Mosebuch, ab Kapitel 19, sind mehrere Kapitel, werden sehr viele Anweisungen gegeben, wie sie das Land und wie sie miteinander umgehen sollen, damit es halt eben auch ein Land von Milch und Honig fließen bleibt. Und man könnte das so zusammenfassen, ist mal ein Versuch. Einerseits gebietet Gott da eine soziale Gesellschaft. Zum Beispiel die Armen dürfen die umgemähten Flächen und die im Weinberg zurückgelassenen Trauben nutzen oder die Ähren auflesen. Wir kennen ja die Geschichte von Ruth, die dann hinter den Mähern hergeht und dann die Ähren aufliest, dass der Boas dann sagt, lass noch ein paar extra Fallen für die Ruth. Das ist eine andere Geschichte. Aber es war damals Gesetz,
die durften das Feld nicht 100% abenden, damit auch die Armen was haben. Also soziale Gesellschaft. Dann gebietet Gott Israel eine nachhaltige Gesellschaft. Sie sollten das Feld regelmäßig ruhen lassen. Das mit den Obstbäumen hatte ich ja schon erwähnt. Damit das Feld auch wirklich sich wieder regenerieren kann. Und über die Jahrzehnte hat man das ignoriert. Und inzwischen ist man wieder auf diesem Trichter. Die Felder werden tatsächlich alle 4, 5 Jahre, ich weiß nicht genau, was der Rhythmus ist, brach liegen gelassen oder mit ganz anderen Dingen bepflanzt, damit sie halt eben die Nährung nicht verlieren. Und dann wird auch eine wirtschaftlich faire Gesellschaft angeordnet. Schulden werden erlassen, das Land wird im 50. Jahr neu verteilt. Also da sind die Vereinten Nationen noch nicht. Ich glaube nicht, dass das auf den 17 Zielen draufsteht. Gott hatte da schon gewusst, was es bedeutet, dass man eine neue Chance bekommt. Ja, und jetzt sagen viele Christen, ja, aber die Erde ist nun mal nicht mehr optimal. Die Menschen haben gesündigt, die Erde wird vergehen. Gott verspricht einen neuen Himmel und eine neue Erde. Himmel, so wie sich das irgendjemand vorgestellt hat. Ich glaube nicht, dass es so aussehen wird, aber nur damit man so ein bisschen eine Idee hat. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Wozu sollen wir dann diese Erde, die ja eigentlich schon, naja, den Bach runtergeht, sag ich mal so, wo sollen wir da noch was tun? Haben wir da überhaupt noch eine Verantwortung? Das ist eine gute Frage. Man kann sagen, ich sitze das einfach aus. Ja, dann warte ich halt, bis der neue Himmel kommt, der neue Erde, und dann genieße ich das. Ich denke, wir können das so ein bisschen vergleichen mit, wie ist das mit mir denn als Mensch? Ich werde ja auch sterben, aber ich erwarte eine Auferstehung. Dann bekomme ich einen neuen Körper. Was mache ich jetzt? Sage ich, okay, also Gesundheit ist mir völlig egal. Also ich glaube, die meisten sehen das anders. Und ich denke, das ist auch gut so. Paulus sagt, ist ein Tempel des Heiligen Geistes dein Körper. Du musst dafür sorgen, auch wenn es ein vergänglicher Körper ist. Weil ich habe dich erschaffen. Du hast den von mir bekommen. Ich habe ihn dir ausgeliehen. Es ist meins. Und ich sorge dafür. Und ich pflege und hege den, obwohl ich weiß, dass ich sterben werde. Und wenn ich dann älter werde und irgendwann dann Krankheiten, und dann freue ich mich, dass es tatsächlich einen neuen Körper geben wird. Und ich habe die Hoffnung darauf und die hilft mir. Und ich denke, das dürfen wir, das Bild dürfen wir übertragen auf die Erde. Ja, die Erde ist vergänglich. Ja, die Erde ist nicht mehr optimal, so wie Gott sie erschaffen hat. Und wir Menschen tragen sicherlich dazu bei, dass sie auch nicht besser wird. Und trotzdem haben wir den Auftrag, sie so zu hegen und zu pflegen. Warum? Weil es Gottes Schöpfung ist. Es ist sein Werk und er hat sie uns anvertraut. Und ich denke, hier ist der wohl bekannte Spruch von Martin Luther wichtig. Der sagt, wenn ich wüsste, dass morgen die Erde untergeht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Wenn ich diese Haltung mitbringe, dann kann ich ohne Angst eine Zukunft entgegengehen und in meinem eigenen Umfeld einfach das tun, was möglich ist. Ja? Und viele Christen tun das auch, da bin ich mir ganz sicher. Und man kann sich selbst aber auch reinlegen. Ne? Also wenn ich sage, okay, dreimal im Jahr fliege ich in Urlaub und weiß dann, dass ich dafür vielleicht umweltmäßig nicht so 100% auf dem Dampfer bin, aber das ist kein Problem, dann zahle ich halt eben extra 150 Euro CO2-Steuer. Dann habe ich meine Sünden abgebüßt und dann kann ich also mit einem guten Gewissen in Urlaub fliegen. Also wenn man solche Gedanken hegt, dann ist man irgendwie zurück im Mittelalter. Da gab es auch sowas wie Ablass, mit dem man seine Sünde, ja, sollte man nicht tun. Also wenn ich der Meinung bin, dass das schlecht ist, dann sollte ich auch wirklich dann eben zu Hause bleiben. Ja, dann habe ich es richtig gemacht, aber nicht auf diese Art und Weise. Aber ich denke, jeder kann in seiner Umgebung, sein Haus einfach das tun, ob es jetzt die Heizung ist oder Autofahren oder sowas. Jeder hat im Kleinen eine Wirkung. Und was wir im Kleinen machen können, wenn das alle tun, dann hat es trotzdem eine große Wirkung. Und ich glaube, das ist die Verantwortung, die wir auch miteinander tragen. Also ein paar Schlussfolgerungen. Ja, der Klimawandel statt und die Menschheit trägt dazu bei. Wie gesagt, der Prozentsatz, da kann man gerne drüber diskutieren, aber liegt sicherlich nicht bei null. Die Vergangenheit zeigt, dass die Erde erhebliche Klimaschwankungen verkraftet. Das ist gut zu wissen und das sollten wir auch uns immer im Gedächtnis halten, wenn einer dann sagt, morgen geht die Welt unter, wenn wir nichts tun. Und deshalb ist auch eine Weltuntergangsstimmung sicherlich nicht angebracht. Ich glaube, da können wir drauf verzichten, das brauchen wir nicht. Nicht, weil wir überheblich sind, sondern weil wir wissen, dass Gott uns trägt.
Ja, ob der Mensch wirklich in der Lage ist, das Klima komplett zu kontrollieren und zu bestimmen, das glaube ich nicht. Dass er Einfluss nehmen kann, ja, aber kontrollieren, alles in der Hand, nein, das glaube ich nicht. Und deshalb ist es auch unrealistisch zu erwarten, dass die Klimaziele politisch umgesetzt werden. Schon deswegen, weil wir es nicht können, aber natürlich auch, weil es die meisten auch gar nicht wollen. Das heißt, wir müssen uns auf erhebliche Klimaveränderungen einstellen und es macht viel mehr Sinn, sich Gedanken zu machen, was muss sich dann verändern, wenn sich das Klima verändert, als zu sagen, wir tun alles, damit es eben sich nicht verändert, weil wir das eh nicht ändern können. Und deshalb ist verantwortungsvolles Handeln angebracht und das ist auch völlig unabhängig vom Klima. Verantwortungsvoll müssen wir immer handeln, sei es Umwelt, sei es Klima, auch in anderen Bereichen unseres Lebens. Ja, diese ganze Hetze, dass man nur CO2 reduzieren muss und dann ist die Welt wieder gerettet, das ist natürlich eine sehr einseitige Geschichte. Und wer das proklamiert, der muss vielleicht doch ein bisschen noch umdenken. Was die Forschung anbelangt, denke ich, dass die Klimaeinflüsse, natürlich sind sie inzwischen ziemlich gut bekannt, aber niemand würde sagen, ich habe alles 100% verstanden. Ich habe das Beispiel Wolken genannt, auch bei der Sonne gibt es immer noch wieder Dinge, wo man sagt, habe ich das 100% verstanden, gibt es vielleicht doch noch einen Einfluss, den wir nicht betrachtet haben. Und da wird auch weiter dran geforscht. Also das könnt ihr mir glauben, dass da viele Forschungsinstituten sich solche Themen vornehmen und auch sehr gute Forschung betreiben. Was aber ein sehr wichtiger Punkt ist, ist der letzte hier. Wir müssen einfach damit rechnen. Viele Menschen haben keinen Glauben an Gott, aber irgendwas brauchen sie. Sie brauchen etwas, um sich dran aufzuhängen. Eine Art Religion. Und bei dem einen wird es dann der Buddhismus und bei dem anderen wird halt eben das Klima zur Religion. Und das merken wir verstärkt in unserer Gesellschaft, dass da wirklich sehr viel Einfluss ist von Menschen, die das wirklich, würde ich mal sagen, auf ihre innere Agenda geschrieben haben, das Klima retten zu wollen. Und dafür nichts und niemand dann aus dem Weg gehen. Und das wird sich verstärken. Und ich denke, da haben wir auch als Christen eine ganz wichtige Rolle, dass wir mit Menschen sprechen, die solche Meinungen haben, dass wir die nicht aus dem Weg gehen, sondern dass wir sagen, warum machst du das? Was ist dein eigentlicher Antriebsfaktor? Wie viel Einfluss hat das denn? Und gibt es nicht etwas anderes, wofür es sich lohnt zu leben? Also eine Möglichkeit, mit ihm zu reden. Und dabei belasse ich es. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen unser Video gefallen hat, dann können Sie uns auf drei Arten und Weisen unterstützen. Erstens Abo dalassen, Glocke aktivieren und Link teilen. Zweitens, ganz wichtig für unsere Arbeit, beten, dass wir das weitergeben, was Gott möchte. Oder drittens, Sie können auch spenden, denn unsere Arbeit ist spendenbasiert. Vielen herzlichen Dank.